Okay, Päckchen habe ich also auch noch bekommen, habe ich gehört. Also eins weiß ich, von wem quasi? Das andere ist sehr rätselhaft. Schauen wir uns die mal gemeinsam an, habe ich gehört. Ich bin mega gespannt, ey, ich bin hier. Aber das eine ist so süß. Schaut mal. Muss ich euch mal zeigen. Nehme ich das aber hier ab. Warte mal. Guck mal, wie süß ist das denn bitte? Da ist ein Gecko drauf. Das ist voll knuffelig. Ich weiß nicht, von wem das ist. Und Mängel ist auch hier. Mängel, Hallöchen. Guten Abend. Ja, dein Bild war eine wunderschöne Überraschung. Hat mich sehr gefreut, hat mir sehr gefallen. Dankeschön. Schön, dass du auch wieder hier bist. Warte für extra bis 0. Oh, wie lieb ist das denn bitte? Dankeschön nochmal dafür auch, wirklich. Boah, das muss ich zeigen. Warte. Die Mängel hat ein wunderbares Bild gemacht. Oh, so toll. Wait, ich mach das einfach mal kurz zu. Dann mach ich das kurz zu. Warte. Zack, zack. Da ist es. Ha. Das hat die Mängel gemalt. Das war schön. Oh ja. Ist das nicht süß? Warte, ich pack das mal in den Chat. Haha. Weg mit dem Chat. Verdammt, geht nicht. Ist das nicht süß? Und jetzt seht ihr es nicht mehr. Ha. Herzlichen Glückwunsch, Gecko-Leinchen. Gecko-Gilde und eine 27. Das ist keine 1, Leute. Ja, das ist eine 7. Das ist total toll. Das gefällt mir mega. Dankeschön nochmal dafür. Dankeschön. Menge loben, ja, unbedingt. Du bist ein... Das ist eine 7, Leute. Mensch, könnt ihr nicht lesen. Ich bin 27 geworden, Alter, Leute. 27 ist ein bisschen heftig. Hab ich gehört. So, das kommt mal weg. Genau. Päckchen, ja, genau. Also von wem mag das sein? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, habe ich doch vorhin gesagt, Lucky. 10k. Dafür aber wieder 30 Minuten cool, oder? Das ist ja mega Koteletten. Bobby Case, hi. Ja, keine Ahnung, das sind, ne? Stimmt, nennt man das Koteletten? Ich glaube schon, ne? Das sind Haare. Die sind gewachsen. Ich muss zum Friseur. Guten Abend, herzlich willkommen. Will, dass ich keine Punkte mehr habe. Ja, richtig. Sehr spät. Ja, das ist furchtbar. Ist auch egal. Auch egal. Jetzt schauen wir mal rein. Von wem? Was ist das überhaupt für ein ominöses... Feuer! Päckchen ist schon von wem? Muss ich aufschnipseln. Hoffe ich. Aber dann mach ich's vielleicht kaputt. Es ist geklebt. Es wurde dann wieder zugeklebt. Ich bin sehr gespannt. Ja, richtig. Ich schneide das jetzt sogar auf hier. Oder auch nicht. Jetzt mache ich alles kaputt, was hier drin existiert. Und schneide mir Fingerkuppen ab, habe ich gehört. Was? Ja. So, jetzt bin ich Oha. Hä? Hä? Lol. Okay. Was? Wir haben ein Kuvert und ein Päckchen. Ui, von wem mag das sein? Kenne ich diese Schrift? Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht das wunderschön aus, ja? Jetzt bin ich aber gespannt. Moment. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frage mich nur, von wem. Oh Mann, gucken wir mal rein. Eine Banane. Ich frage mich, was da drin ist. Ich muss mal schütteln. Hä? Okay. Alter, was ist denn bitte das für eine wunderschöne Schrift? Nein. Nee, was? Okay. Okay. Dann auf sie. Ja, klar. Pass auf, ich lese das mal vor, okay? Lieber Gecko, es soll für dich heute goldene Bananen regnen. Alles, alles Liebe zum Purzeltag.
wünsche dir viel Spaß damit und pass auf dich auf. Alles Gute wünsche dir... Leute, von wem könnte das sein? Das ist so eine süße Überraschung. Von wem könnte das sein? Echt? Ihr tippt auf Malmal? Okay. Ganz kurz gebe ich euch noch. Ich trinke mal einen Schluck. Pass auf. Ha, das ist ein Hinweis. Ein Hinweis. Oh Mann. Es ist von Blubberbläschen. Voll schön. Mega die süße Überraschung. Und was hat die bitte für eine schöne Schrift am Start? Leute. Voll süß, oder? Oh, cool. Ist natürlich, die werde ich natürlich behalten. Ich heb immer alle Karten auf. Voll toll. Ja. Voll die schöne Überraschung. Warte mal. Killerkeks. Alles Liebe wünsche ich dir und sende dir jede Menge Liebe, Kraft und Gesundheit. Du bist ein wahnsinnig toller Mensch. Ich hoffe, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen werden. Bleib stets du selbst und mach weiter so. Oh, danke schön. Ich gebe mein Bestes. Dankeschön, Killerkeks. Dankeschön. Ich gebe mein Bestes. Du hast ja nette Leute hier, schicken dir Briefe. Ja, voll. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass Blubberbläschen mir Brief zukommen lässt. Oh, wie toll. Oh, wie schön. Ja, dann bin ich mal gespannt. Was mag es wohl sein? Gut, von der Größe. Ich meine, hey, das ist ganz klar. Das ist ein Taschenbuch. Ne? Blubberbläschen. Das ist eine wunderschöne Schrift. Oh, Jennifer, Hallöchen. Wunderschönen guten Abend, hi. Happy, 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 happy birthday. Dankeschön. Eine Strumpfhose. Ja, das ist eine Strumpfhose. Sieht man noch. Klar. Natürlich. Das ist ein Zensierbalken, damit ihr endlich mein Gesicht nicht mehr ertragen müsst. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Okay, gucken wir mal. Ein Schlüssel für brandneues Auto. Jemand mit eurem Auto. Wohnungsschlüssel wäre super, okay? Was will ich denn mit dem Auto? Ach so. Ich muss das Auto verkaufen, damit ich mir ein Haus kaufe. Ich verstehe. Was? Warte, warte, warte. Oh, jetzt ist kaputt. Nee. Seid ihr eher so die Aufreißer oder die vorsichtigen Aufzupfler? Ich bin so ein bisschen der Zupfler, muss ich gestehen. Weiß ich nicht. Ich mach's gerne extra spannend, ja. Weiß nicht. Seid ihr die groben Aufreißer? Was seid ihr? Reißen? Ja. Ja, ich halt nicht so, ne? Keine Ahnung. Prometheus, Dankeschön. Dankeschön. Auch reißen? Oh. Reißen, okay. Okay, ich sehe schon, ich bin der Einzige, der hier zupft. Das ist okay. Was haben wir hier? Was ist denn? Nee. Oh, was? Cool. Es ist tatsächlich ein Zensurbalken. Was? Ich zupf dich hart, Lucky. Oh, cool. Nice. Es ist Yooka-Laylee 2 quasi. The Impossible Lair oder so, ne? Den ersten Teil habe ich auch schon gespielt gehabt. Den habe ich damals noch Let's Played und bin da in Stream rüber. Wir werden aber den ersten Teil nochmal spielen. Und dann werden wir den spielen. Oh mein Gott, Yooka-Laylee! Cool, der zweite Teil! Der nicht mehr 3D ist. Ist kein 3D-Plattformer mehr, sondern tatsächlich so like Donkey Kong, wirklich so ein 2D Hüpf-Spielspaß, dies, das. Fokussieren oder so, wäre geil. Erkennt ihr das? Tut ihr das erkennen, Tuten? Man weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Ja, naja, wie auch immer. Oh, Yooka-Laylee. Oh, wie geil. Oh, da freue ich mich sehr drauf. Yooka ist so toll. Das ist so ein tolles Paar. Yooka und Laylee, die sind so super. Ich mag die. Was heißt Paar? Ja, halt doch. Die sind toll. Dankeschön, Blubberbläschen. Dankeschön. Vielen lieben Dank, das ist super. Passt zu mir. Ne, ist zwar kein Gecko, aber es ist ein Chamäleon. Ne? Ist ein Chamäleon, aber hey, ist eine Echsenart. Das passt doch. Das passt doch ganz gut. Ach ja. Oh, wie schön. Dankeschön. Mega toll.
Ja, wird es auf jeden Fall irgendwann geben. Auf jeden Fall. Habe ich es im Stream-Archiv hingeschrieben? Sag mal. Ja, steht drin. Perfekt. Beide Teile sogar. Ja, wird es ja auch im Stream geben. Auf jeden Fall. Oh, echt? Das kann man nicht zu zweit spielen? Ja, okay, ja, gibt's in. Schade eigentlich. Cool. Ich pack das mal hier hin. Oder warte, lass mal reinschauen. Gut, Spiele reiße ich auf. Ehrenmann. Eher, Ehren. Ehrenbläschen, ne? So. Ah, Neugeruch. Ich liebe es. Oh, cool, da ist ein Motiv drin. Schau mich das mal an. Schau erst mal an. Cool. Mhm. Sieht nice aus. Boah, was ist denn da alles? Alter, was ist denn da alles? Das alles. Mhm. Das ist überhaupt, das ist hier. Der Hauptbösewicht. Wo ist die CD? Es gibt keine CD. Das ist die Nintendo Switch. Das Ding geht mit Cartridges. Weißt du? Ja. Das ist der geile große Vorteil bei der Switch. Die Switch hat keine CDs. Und ja, Cartridges sind zwar vom Speicherplatz leider ein bisschen kleiner, dafür ist aber alles komprimierter. Und gibt halt ja dann auch weniger Ladezeiten. Und durch den wenigeren Speicherbedarf ist natürlich auch ein bisschen sinnvoller. Warum geht der? Jetzt spinnt der Bot aber echt hart rum. Jetzt geht die Musik nicht mehr. Ja, moin. Meine Playlist ist kaputt. Hat sich resettet. Bist du jetzt deppert oder was ist denn das? Scheiße. Hä, was soll denn das? Oder das? Musik! Alles kaputt hier. Das Stream-Element, was denn heute los? Ach, jetzt. Ich muss hier echt alles verbringen. Ich glaube auch, gut. Alter. Das dauert jetzt noch ein bisschen, habe ich gehört, deswegen 10.000. Schlimmes Lied, ja, ich liebe es. Alter, wie lang ist das bitte? Ja. 10.000 finde ich einen guten Preis. Ja, ja, doch. Danke dafür, glaube ich. Kuni, jetzt endlich mal. Einen wunderschönen guten Abend. Hi, wie geht's dir? Alles Gute, mein lieber Gekulein. Wünsche dir ganz, ganz viel Glück und Liebe für dein nächstes Lebensjahr für dich gedrückt. Dankeschön. Dankeschön. Ich gebe mein Bestes. Nächstes Jahr ziehe ich um. So sieht's aus. Ne? Hoffe ich. Ne? Doch, ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich kann da noch ein bisschen auf deine Unterstützung bauen. Hoffe ich, glaube ich. danke, Kuni, für dich zurückgedrückt. Ganz solle, Kuni. Ja, flausche Koala-Bär. Jetzt Musik. Ha! Das Lied ist doch von... Ja, ist es. Aber er hat echt lang. Wusste ich nicht, ich bin PS4-Spieler. Ach so, ja, kein Problem. Ja, ich auch. Ich habe alles hier eigentlich. Hab eine PS4 hier, eine Xbox One S. Und eine Switch. Aber auch eine GameCube, eine Wii und eine N64. Genau. Ich hasse dich, Gecko. Ich dich auch. Nee, kannst du die welche unterstützen? Ja, sehr gut. Ganz genau. Mein Internet war ein bisschen putt. Kein Problem, Mängel. Was ist passiert? Habe ich was verpasst? Ach ja, was ich noch sagen wollte. Hab in den Herbstferien auch eine Switch bekommen mit Mario Kart 8. Und Mario Party, ja geil, Mängel. Ja, Glückwunsch. Mega nice. Ja, dann kannst du vielleicht mal mitdüsen, wenn wir auch mal wieder Mario Kart spielen. Werden wir auch wirklich wieder machen. Auf jeden Fall. 15 Musik, ja, ne? Final Fantasy 15.
Hab alles, bis auf die N64, bin jetzt richtig neidisch. Die habe ich mir aber auch selber erst dieses Jahr Januar gegönnt. Halt, ja, hab mir so einen Kindheitstraum erfüllt quasi, habe ich mir dieses Jahr geholt. Voll geil. Und hab auch schon 25, ja, müssen jetzt 25 N64-Spiele sein. Also hab meine persönliche Sammlung auch schon voll gemacht dieses Jahr direkt auch schon. Hey, cool. Und nehmen wir auch direkt in Angriff dann die Spiele. Nächstes Jahr, würde ich sagen, ja. Spielen wir nächstes Jahr viele N64-Titel. Wird nice. Und halt auch im perfekten Zustand. Die ist sehr neuwertig, die N64. Also auch keine ausgeleierten Sticks und so weiter. Und halt auch gar keine Kratzer. Nischt einfach. Nischt. Originalverpackung steht ja da hinten. Also, voll geil. Ah, wir haben ja noch ein Päckchen. Leute, da müssen wir mal schauen hier. Aha, da haben wir auch noch was Tolles. Und das hier ist, sollte, müsste eigentlich vom lieben Grudon sein. Na, schauen wir mal. Das hier, der müsste eigentlich... Jetzt war ich schon so geflasht von Blubberblitz ins Brief, dass er einfach dieses Päckchen fast vergessen hätte. Was ist denn da los? So, pass mal auf. Schnibbel, schnabbel. Okay. So. Ich gehe das sofort an, also nächstes Jahr klingt ein wenig wie... Ich fange morgen mit meiner Diät an. Morgen, bestimmt. Den Umzug gehst du sofort an, oder wie? Ja, wenn das so einfach... Nee, habe ich ja schon erklärt, ne? So, was haben wir hier? Nice. Wir haben wieder ein Säckchen. Ich liebe diese Säckchen, ne? Die Säckchen sind so toll. Oh, Donkey Kong, ne? Ach, immer dieser Grudon. Aber echt, hey. So, schauen wir mal. Hier ist ja... Hier ist, warum ist das auf dem Kopf? Oh Mann. Ich weiß ganz genau, dass dir diese Karotte sehr gut schmecken wird. Aber vielleicht steht da ja Geld drin. Viel Gutzis wünscht dir die Kartoffel von Big Toasty Goschkstank. Ha, das, wenn das nicht Grudon ist, weiß ich auch nicht, ne? Er liebt Säckchen, oh ja. Ich liebe Säcke so hart. Ich liebe es, die Säckchen immer auch aufzuzupfen. Sind wir wieder beim Zupfen und nicht reißen? Und, ja. Guck mal rein. Ach, Leute. Spannung. Jetzt geh halt auf, oder? Jetzt habe ich einen Knoten reingemacht, Mensch. Jetzt habe ich einen Knoten im Sack. Toll. Muss ich erstmal auffedern hier. Das macht es auch nicht besser, wenn ich nur nach unten schaue und ihr seht einfach nichts und... Ne? Oh, ich habe ja echt Probleme mit dem Sack gerade. Muss hier gerade mal ein bisschen, ne? Warte. Ich reiße immer meine Säckchen auf. Okay. Fängt die schon mal cool. So was haben wir hier Tolles. Ne, was? Du Arschkrapfen. Was? Was machst, was soll denn das? LOL. Okay. So ein Gesicht. Da steht ja Geld drin. So ein Gesicht. Wollte ich mir eigentlich, also hatte ich nicht mehr auf dem Radar. Ich wollte es, also offiziell... Hatte ich's. Passt schon. Ist nicht mehr auf dem Radar. War nicht mehr auf meinen beobachteten Wunschlisten oder auf irgendeiner Liste. So von wegen. Ja, das ist ja. Okay, wow. Ich sag aber gar nichts dazu. Das ist ja mega geil. Es ist. Es ist Jedi Fallen Orders. Wie geil ist das denn bitte? Alter, der Grudon, ne? Ja, der weiß genau, dass ich das auf jeden Fall nice finde. Der weiß genau. Ja, das ist ein Spiel, das wird mir Spaß machen, auf jeden Fall. Ich hatte es nur auf dem persönlichen Radar nicht mehr. Ich wollte es mir persönlich so nicht mehr kaufen, eigentlich. Jetzt hat er mir das einfach besorgt. Und das Spiel auch. Was ist das für einer? Alter! Boah, wie unglaublich geil ist das denn, bitte? Nice. Alter, Grudon. Was machst du denn? Mega!
Dankeschön dafür. Ich weiß, du guckst das nach. Ich weiß das. Dankeschön. Alter Grudon. Das ist wirklich ein geiles Geschenk. Wirklich, wirklich geil. Sag ich also absolut nicht nein. Dankeschön. Mega nice. Cool. Voll cool. Ja, geil. Jedi Fallen Orders. Kuni, hast du es ja gespielt gehabt, ne? Hab's ja auch ein bisschen bei dir gesehen, unter anderem. Und so, das Spiel ist geil. Es ist wirklich geil. Es ist ein bisschen Metroidvania auch aufgebaut, quasi. Also quasi, man bereist Gebiete und wenn man neue Fähigkeiten hat, kommt man in den alten Gebieten wieder weiter und so. Aber es hat auch ein saugeiles Action-Adventure, auf jeden Fall. Das Kampfsystem ist halt mega nice. Und schon krass, ne? Bin jetzt nicht der allergrößte Star Wars-Fan, sag ich jetzt mal, ja? Ich habe die Filme alle gesehen, außer den letzten, glaube ich. Also, ich find's cool. Ich find das Franchise insgesamt cool. Und ich guck die Filme, so ist es nicht. Wenn mich jetzt auch jemand zu dem Film einladen würde, dann sage ich, ja, klar, lass gucken, ist cool. Ja, geht schon immer. Und ja, die Spiele, die Musik und so, ist schon cool. Aber ich bin jetzt nicht voll in dem Franchise, so ich bin kein Fan direkt von Star Wars, aber geht schon, geht immer eigentlich quasi, ist voll cool. Und das Spiel ist auf jeden Fall geil. Mega nice. Lass ins Kino gehen. Ja, Mann, vor allem jetzt, Rex. Vor allem jetzt. Nee, cool ist das. Sauber. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Euch beiden, ne? Genau von Grudon und Blubberbläschen. Süß! Dankeschön euch beiden nochmal, wirklich. Vielen lieben Dank. Gerade auch die Karte war eine echt schöne Überraschung. Und auch, ja, hier auf jeden Fall Star Wars auch und Ukulele. Dankeschön euch beiden. Dankeschön sehr. Vielen lieben Dank. Ja. Cool. Voll toll. Ich lege es mal hier hin, ne? Hier sind ja quasi meine Spiele auf und so. Ach ja, schön.